Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Station dieser gemeinsamen Yoga-Reise. Im vorausgegangenen Video in der Station 1 erfuhren wir eine recht einfühlsame und nach innen besinnende Yoga-Praxis, die uns einlud, uns aus der Dynamik und den Anforderungen der Welt nicht zu verlieren, sondern den Weg wieder nach innen zu beschreiten und uns selbst zu erfahren und selbst zu fühlen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Ich möchte heute in dieser zweiten Station aus der inneren Erfahrung auch die Kraft erspüren lassen. Die Kraft und die Stärke, die uns trägt, die uns auch durch die anspruchsvollen Zeiten und die Herausforderungen trägt. Wir werden also eine innere Kraft und Stabilität erfahren, dass ja im Moment die äußere Welt diesen Rahmen uns nicht bieten kann. Es wird eine Praxis sein, die uns knackig herausfordert, die ich aber nicht anleiten möchte über den Weg von Kraft zu Anstrengung, zu Anspannung, zu Festigkeit, sondern über den Weg der Kraft hin zu Stabilität, zu Mut und zu Vertrauen. Vertrauen auf uns selbst, auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir haben, die uns tragen auf dem Weg, der vor uns liegt. Und Yoga lehrt uns, immer auf den inneren Weg zu gehen, uns zu erfahren und dort die Kraft zu entdecken, die uns nach außen wieder trägt. Und so beginnen wir diese Praxis. Beginnen Sie mit einem bequemen Sitz. Und wenn du diesen Sitz, wenn ihr diesen Sitz für euch entdeckt habt, dann lasst uns die Hände vor dem Herz zueinander bringen. Uns besinnen auf den Weg, der vor uns liegt. Einen Moment auch Abstand finden von der Welt und ihren Erwartungen und Eindrücken. Und wir rollen uns ein. Wir werden den Rücken rund machen. Wir ziehen den Bauchnabel und die Bauchdecke sanft nach innen und spüren ein inneres Zentrieren, ein Verbinden in die eigene Mitte. Und richten uns wieder auf, lösen uns aus dieser Kraft, breiten die Arme zur Seite aus und erheben das Herz. Wir atmen aus, bringen die Hände zum Herz, rollen uns ein, integrieren die Bauchdecke nach innen. Und wir atmen ein und erheben uns und strecken die Arme. Und so fließt es weiter im Atmen. Jedes Einatmen trägt uns in die Welt. Und jedes Ausatmen schafft eine innere Verbindung, eine innere Kraft, die uns in der Mitte unseres Körpers erwartet. Wir vertiefen die Atmung. Geben dieser ganzen Bewegung einen Impuls von Aktivität, von Willen. Beginnen es noch einmal. Atmen ein und öffnen uns. Atmen aus, ziehen uns nach innen, ziehen all die Energie, die wir haben, nach innen, auch in die Mitte des Körpers und lösen uns davon, richten uns im Sitz wieder auf und wechseln zum Vierfüßler. Und hier im Vierfüßler, wir schauen die Finger an, fächern sie auf und erden die Hände, finden in diesem Kontakt der Hände zur Erde Vertrauen und Halt und Sicherheit, nutzen diese Sicherheit, ziehen uns hoch in den Katzenbuckel, ziehen die Bauchdecke hoch, runden uns ein, rollen den Kopf ein, schauen Richtung Becken und lösen uns wieder, entspannen die Bauchdecke, tauchen vom Becken Wirbel für Wirbel Richtung Schultern an, um von dort den Blick ganz klar und zentriert nach vorn zu erheben. Atmen aus, saugen den Bauchnabel nach innen, heben die Flanken, rollen uns ein, rollen den Kopf ein. Wir atmen ein und lösen uns wieder, tauchen mit der Wirbelsäule ein in den Pferderücken und heben den Blick ganz klar nach vorn. Und es atmet weiter. Wir fühlen diese Bewegung im Körper, die Bewegung, die den Rücken mobilisiert. Wir verbinden kraftvoll und harmonisch die Atmung, ganz, ganz gezielt mit dieser Bewegungspraxis. Wir finden im Ausatmen ein inneres Zentrieren,
Und im Einatmen an Lösen und an Strecken in die Welt. Nach einer Runde ausatmen, die Bauchdecke einsaugen, den Rücken erheben und einrollen und einatmend lösen in den Pferderücken. Und hier beenden, neutral im Rücken. Schau noch einmal die Hände an, fächern die Finger weiter auf, geben Kraft mit den Händen in den Boden und aus dieser Sicherheit der Erde erheben wir uns in den abwärtsschauenden Hund, strecken uns hoch und kommen hier an. Wir gründen den abwärtsschauenden Hund mit kleinen Bewegungen. Wir dürfen diese Bewegungen erfahren, da wir mit den Händen Halt und Stabilität zur Erde bekommen. Und so trägt uns die Erde, wir ergründen sie mit Händen und Füßen und kommen hier an, lassen die Außenseiten der Fersen tiefer sinken, rollen uns nach vorn, saugen den Bauchnabel ein, rollen uns in den Liegestütz und strecken uns wieder aus der inneren Kraft in die Weite, in die Länge der Rückseite, atmen aus und bringen die Knie, das Brustbein und das Becken zum Boden. Die Füße werden lang, die Beine lang. Wir drücken die Fußrücken und die Hände sanft in die Erde, ziehen das Becken einen Moment hoch, rollen es ein und legen es satt zur Erde zurück. Die Schultern fließen nach hinten mit einem großen Bogen. Und so wie wir die Hände in Richtung Füße ziehen, so gibt es einen Impuls nach vorn hoch in die erste Rückbeuge, die Cobra. Wir atmen ein nach oben und atmen aus und finden den Weg zurück nach unten. Legen einen Moment die Stirn Richtung Erde ab. Einatmend erhebt es sich nach oben in einer Rückbeuge. Ausatmend taucht es wieder ein nach unten. Und so atmet es weiter, einatmend nach vorn hoch. Wir fühlen die Anstrengung des Rückens. Ausatmend tauchen ein nach unten. Und beginnen noch einmal im Einatmen eine wunderschöne Rückbeuge, eine Kobra zu ergründen. Und kommen ausatmen mit Kraft und Anspruch zurück in den abwärtsschauenden und strecken uns hier lang, drücken die Hände in die Erde, lassen die Außenseiten der Fersen tiefer sinken. Und es atmet. Und finden den Weg zurück in den Vierfüßler und lassen die Füße aufgestellt. Es erwartet ein abwärtsschauender Hund mit einem neuen Anspruch, mit einer neuen zentrierenden Kraft. Wir stellen uns einen Yoga-Block vor zwischen den Oberschenkeln. Und wir drücken diesen Yoga-Block zueinander. Wir ziehen also die Oberschenkel und die Füße aufeinander zu. Wir ziehen sie zur Mitte der Yogamatte, zur Mittellinie des Körpers. Beugen die Ellenbogen etwas nach außen und schleifen die Hände gedacht aufeinander zu, als würden wir zwischen den Fingern, zwischen den Händen die Matte falten, spüren die Aktivität in den Armen, belassen es dabei, bleiben so, drehen die Ellenbogen nach hinten und strecken die Arme. Wir erinnern uns, die Beine ziehen aufeinander zu, drücken einen Yoga-Block, die Arme ziehen aufeinander zu. Wir ziehen die muskuläre Energie zur Mittellinie des Körpers und von dort, aus der Mitte, aus der Kraft, die uns jetzt stabilisiert, die wir in den Körper hineinziehen, erwartet uns der neue abwärtsschauende und wir schieben uns hoch. Erinnern uns immer wieder an die Beine, die wir aufeinander zuziehen, ziehen die Arme aufeinander zu, wir ziehen die gesamte muskuläre Energie zur Mittellinie des Körpers und wir strecken diese Mittellinie, schieben das Becken hoch und senken die Fersen tief. Und ziehen die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten weg. Das ist ein abwärtsschauender Hund mit einer neuen, mit einer aktivierenden, stabilisierenden Qualität. Wir nehmen diese Kraft mit in den Liegestütz nach vorn, atmen hier ein, ziehen Arme und Beine aufeinander zu, atmen aus, schieben uns zurück in den Hund. Ein neues Mal, einatmend nach vorn ziehen in den Liegestütz, die innere Kraft spüren, ausatmen, zurückschieben in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen wieder nach vorn, ziehen in den Liegestütz, Arme und Beine ziehen aufeinander zu und ausatmen ein tiefer Liegestütz, die Ellenbogen nah an den Körper, wer mag, legt sich ab, einatmen, eine wunderbare Rückbeuge, die Kobra, der aufwärtsschauende Hund, ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn bringen, den Blick ganz klar heben. Ausatmend, der linke Fuß nach vorn und weich verborgen und die Anstrengung lösen, den Oberkörper entspannen. Wir ziehen einatmend uns lang in eine halbe Vorbeuge. Erfahren im Ausatmen die Verbeugung zur Erde. Einatmend die halbe Vorbeuge, der lange Rücken. Ausatmend die Hingabe
auch zu unserer eigenen Kraft in die Vorburge. Noch einmal einatmend in die halbe Vorburge ziehen, die Beine strecken, ausatmend sich verbeugen und verneigen. Und einatmend kommt es hoch in eine Hocke. Wenn wir die Arme heben, die Socke, dann bringt der Blick noch einmal den Kontakt zu den Füßen. Wir schauen die Füße an, fühlen ihre Auflageflächen und ziehen die Zehen hoch. Ergründen mit den Fersen den kraftvollen Kontakt mit den Außenlinien der Füße und den Zehenballen, auch den Großzehenballen. Integrieren hier Kraft und Stärke. Und aus dieser kraftvollen Verbundenheit entsteht der Auftrieb, entsteht das Öffnen in die Welt. Wir dürfen die Arme nach oben ziehen, uns hochreckeln. Und aus dieser Stabilität und Kraft zieht es uns einatmend ganz hoch in den Stand. Wir ziehen die Arme hoch und bringen ausatmend die Hände zum Herz. Einatmend beugen die Knie, erheben uns über Form wieder nach oben, öffnen die Arme im Ausatmen und verneigen uns zur Erde. Einatmend in die halbe Vorbeuge strecken, ausatmend sich verbeugen und eintauchen. Und bringen im Einatmen den rechten Fuß ganz langsam nach hinten, ein ganz langsamer Schritt zurück. Lassen das Becken sinken, heben den Blick in die Präsenz nach vorn. Wir atmen aus, ziehen den linken Fuß nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Ziehen Hände und Beine aufeinander zu, strecken die Mittellinie des Körpers. Wir atmen ein in den Liegestütz. Und atmen aus, zurück in den Hund. Heben das rechte Bein hoch, schieben die Ferse nach hinten weg. Atmen ein in den Liegestütz. Und atmen aus in den Hund. Schieben die Ferse weit weg. Atmen ein in den Liegestütz, sammeln Kraft in der Mitte des Körpers. Schließen den Beckenboden, saugen den Bauchnabel hoch und kommen ausatmend nach unten. Wer mag, legt sich ab. Einatmend an der Rückbeuge nach oben. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Und atmen ein für den rechten Fuß nach vorn. Wir bringen den Blick zum hinteren Fuß. Setzen den Hüftgelenksbreit nach außen und drücken den Fuß in die Yogamatte. Schauen den rechten Fuß an, heben die Zehen hoch. Fühlen die Basis, die Kraft des Fußes. Drücken seine Auflageflächen in die Erde. Und ziehen die Füße aufeinander zu. Also würden wir energetisch die Beinmuskeln Richtung Becken ziehen und die Yogamatte falten. Bleiben in dieser Kraft. Und so entsteht Kraft und Stärke, die wir aus den Füßen durch die Beine zum Becken ziehen, den Beckenboden schließen. Und in dieser Kraft, in diesem Anspruch, wird der Kontakt der Hände zum Boden obsolet. Wir heben im Einatmen die Arme nach vorn und schwingen sie ausatmend nach hinten und atmen in dieser Impulsbewegung weiter. Noch ein neuer Zyklus. Wir atmen ein, ziehen uns nach vorn und atmen aus und bringen die Hände zurück zur Yogamatte. Stützen die linke Hand unter der Schulter auf oder kurz vor der Schulter. Die Hände können flach sein, können auf den Fingerkuppen sein oder auf der Faust, je nachdem, welcher Anspruch des Handgelenkes jetzt gut ist. Und ziehen den rechten Arm, die rechte Hand an die Schulter. Laden die Schulter ein, dass sie nach hinten fließt. Und drehen uns dabei nach rechts. Finden den kraftvollen Aspekt in den Beinen. Ziehen die Füße aufeinander zu. Ziehen die Beinmuskeln Richtung Becken. Schließen das Beckenboden. Ziehen das Becken insgesamt etwas hoch. Ziehen den Bauchnabel nach rechts hoch. Und strecken aus dieser inneren Sicherheit, aus diesem zentrierten, kraftvollen Gefühl, den rechten Arm nach oben. Wir erfahren jedes Ausatmen, wie der Bauchnabel nach innen zieht, die Muskulatur sich zentriert,
Auf einem Einatmen das Wachstum in die Welt. Wir werden nicht zu eng in dieser Kraft. Wir nutzen sie, um uns aus ihrer Sicherheit in die Welt zu strecken. Und atmen aus und für den rechten Arm zurück. Die Hand an die Innenseite des rechten Beines. Und drehen uns nach links auf. Heben den linken Arm über die Seite hoch. Ziehen den Bauchnabel nach links, ergründen immer wieder in der Ausatmung Kraft und Stärke und im Einatmen das Wachstum in die Welt. Und komm ausatmen zurück, der linken Hand zurück, die rechte Hand wieder nach außen und führen den rechten Fuß und den linken Fuß zueinander. Den linken Fuß nach vorne, wir verbeugen uns im Ausatmen, einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, sich verbeugen und eintauchen. Einatmen, über die Hocke nach oben kommen, in den Stand. Ausatmen, die Hände zum Herz. Einatmen, die Knie beugen, erheben uns nach vorn hoch. Ausatmen, verneigen uns zur Erde. Werden einatmend lang und strecken uns. Verbeugen uns ausatmend. Und einatmen, kommt der linke Fuß einen ganz großen, ruhigen Schritt zurück. Der Blick hebt sich nach vorn, ausatmen, der rechte Fuß folgt, der abwärts schauende Hund. Einatmen, einen Liegestütz nach vorn, ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen nach vorne in den Liegestütz, wir ziehen Arme und Beine aufeinander zu, komm ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Und hier hebt sich das linke Bein. Wir schieben die Ferse weg, drücken die Hände in die Yogamatte, atmen ein in den Liegestütz, ziehen die Bauchdecke nach oben, ab und aus in den tiefen Liegestütz. Einatmen in die Rückbeuge, ausatmen in den abwärts schauenden Hund und schwingen den linken Fuß nach vorn. Wir bringen den Blick zum hinteren Fuß. Setzen den eine Fußbreite nach außen, sodass die Füße hüftgelenkbreit orientiert sind. Und schauen zum linken Fuß und heben die Zehen. Und so wie sich die Zehen heben, so zieht sich die muskuläre Kraft aus den Fußgelenken über die Fußstruktur in das Schienbein. Der linke Fuß, das linke Bein ist zentriert. Ziehen aus allen Beinen die Kraft Richtung Becken und ziehen die Füße aufeinander zu. Der Beckenboden schließt sich, das Becken wird leichter und hebt sich hoch. Die rechte Hand erdet sich und der linke Arm öffnet sich über die Seite nach oben. Ziehen immer wieder die Muskulatur der Beine zum Becken. Schließen den Beckenboden, ziehen den Bauchnabel nach links hoch. Und aus diesem Zentriertsein, aus diesem Anspruch, wird es nicht eng, sondern wir öffnen uns der Welt, strecken uns über den linken Arm hoch. Und lösen wieder auf. Bring die linke Hand nach innen und drehen uns über die rechte Seite hoch. Und atmen aus und ergründen mit beiden Händen den Kontakt zur Yogamatte und schwingen uns zurück in den abwärts schauenden Hund. Mit dem Einatmen einen Liegestütz, mit dem Ausatmen der Weg zur Erde. Eine Rückbeuge nach oben. Und so wie wir hier sind, so wie es den Anspruch und die Kraft in der Rückseite des Körpers hat, so trägt uns die rückseitige Struktur
Und es wird möglich, die Hände zu lösen und zur Seite zu erheben. Bringen die Hände nach hinten, falten die Finger und ziehen die Faust Richtung Füße. Durch diesen Zug an den Schultern wird es weit in der Vorderseite. Wir weiten das Brustbein, atmen ein und heben uns hoch und atmen aus und kommen etwas tiefer. Und das im Atemfluss. Ein kraftvolles Einatmen nach oben, ein sanftes Ausatmen nach unten. Wir bringen die Hände zurück, setzen sie auf an die untersten Rippenbögen. Ziehen die Ellenbogen nah an den Körper. Stellen die Füße auf. Sammeln ausatmen Kraft in der Mitte des Körpers. Tonisieren den gesamten Rumpf. Ziehen die Bauchmuskulatur sanft nach innen. Schließen den Beckenboden. Finden Vertrauen, finden Stärke in uns und aus dieser Stärke erhebt sich das Becken. Wir sind in einem tiefen Liegestütz in Chaturanga. Einatmend in den aufwärts schauenden Hund, ausatmend in den abwärts schauenden Hund und hier ganz tief durchatmen. Ich bringe den Blick zu den Füßen. Stellen die Füße etwas mattenbreiter auseinander. Erden die rechte Hand, fächern die Finger auf, drücken die Hand in die Yogamatte und bringen den linken Arm, die linke Hand an die rechte Seite des Beines. Drehen uns nach rechts auf. Rechte Hand erdet uns, linke Hand greift das Bein. Wir ziehen uns unter der rechten Seite nach rechts. Atmen tief und lösen auf. Spüren, dass beide Hände uns tragen. Erden die linke Hand und ziehen die rechte Hand an die Außenseite des linken Beines. Gib mir einen kleinen Druck gegen das Bein und drehen uns nach links. Wir ziehen uns nach links, erfahren die Kraft und kommen zurück. Und so empfängt uns die Erde. Sie empfängt uns mit den Händen und den Füßen. Gibt uns Halt. Wir setzen die Füße zurück zueinander, Hüftgelenk breit. Atmen aus und strecken uns, ziehen die Arme und Beine aufeinander zu. Atmen ein in den Liegestütz und aus auf dem Weg zur Erde. Atmen ein in eine Rückbeuge. Atmen aus in den abwärts schauenden Hund. Atmen ein, schwingt den rechten Fuß nach vorn. Atmen aus, folgen mit dem linken Fuß und verneigen uns. Atmen ein in die halbe Vorbeuge. Atmen aus in die ganze Vorbeuge. Atmen ein in die Hocke, Utkatasana. Heben die Arme hoch. Schauen die Füße an, heben die Zehen. Verlagern das Gewicht so, dass wir nicht ganz auf den Zehen ballen, aber auch nicht auf den Fersen orientiert sind. Verlagern das Gewicht also gleichmäßig zwischen hinten und vorn. Ziehen die Beine ganz sanft aufeinander zu. Vertrauen dieser Kraft und bringen die Hände zum Herz. Und so wie wir hier ankommen in dieser Hocke, verlagern wir das Gewicht auf den linken Fuß. Und setzen den rechten Fußknöchel auf das linke Knie. Greifen mit der linken Hand die Fußsohle, der rechten Hand das Knie. Und wir drücken die Hände aufeinander zu und komprimieren den Unterschenkel. Ziehen die Kraft aus dem linken Bein hoch zum Becken, schließen den Beckenboden.
Und bring die Hände zurück zum Herz. Wir finden Vertrauen, finden innere Balance, innere Sicherheit, den Mut, der uns trägt. Und öffnen aus diesem Mut die Arme wieder nach oben in die Welt, atmen ein und atmen aus und verbeugen uns ganz weich nach unten. Es ist eine einbeinige Vorburg, in der wir uns erfahren dürfen. Atmen ein, kommen zurück in die Hocke. Erheben die Arme, atmen aus, stellen den rechten Fuß zurück und bringen die Hände zum Herz. Verlagern Gewicht auf den rechten Fuß, erkunden den Halt zur Erde. Und stützen den linken Fuß, für das linke Fußgelenk auf das rechte Knie. Beugen das rechte Knie an, setzen uns etwas tiefer. Greif mit der rechten Hand den Fuß, der linken Hand das Knie. Wir komprimieren den Unterschenkel, drücken die Hände aufeinander zu. Entdecken dabei ein Zentrieren. Entdecken Kraft. Und mit dem rechten Bein ein Fundament, das uns trägt. Und aus diesem Fundament erheben sich die Arme. Wir bringen die Hände zum Herz und verneigen uns ganz in Ruhe nach unten. Die einbeinige Vorbeuge mit dem rechten Fuß und dem rechten Bein als Basis, als Fundament, als Anker. Wir nutzen ihn, beugen das Knie, wieder heben die Arme einatmend nach oben und bringen die Hände ausatmend zurück zum Herz. Stell den linken Fuß auf, atmen ein, ziehen uns in den Stand nach oben, erheben die Arme. Und atmen aus und bring die Hände zurück zum Herz. Einatmend öffnen die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend bring die Hände zurück nach unten. Einatmend die Arme erheben. Ausatmen, wir tauchen ein in eine Vorbeuge nach unten. Atmen ein in die halbe Vorbeuge. Und atmen aus und verbeugen uns. Einatmen den rechten Fuß nach hinten. Und ausatmen den linken Fuß dazu in den abwärts schauenden Hund. Einatmen einen Liegestütz. Ausatmen der Weg zur Erde. Einatmen eine Rückbeuge. Eine wunderschöne Rückbeuge, die uns erhebt. Ausatmen der abwärts schauende Hund. Heben im Einatmen das rechte Bein hoch und schwingen ausatmend den rechten Fuß nach vorn. Heben die rechten Zehen an. Wir können sehen, dass das Fußgewölbe des rechten Fußes sich aufrichtet. Wir können die Kraft des rechten Fußes spüren und ziehen dessen Kraft über das Schienbein, über den Oberschenkel in das Becken. Bewahren diesen zentrierenden Aspekt und senken die Zehen sanft zurück zur Erde. Dann drehen das hintere Bein auswärts, sodass die Ferse sich nach innen setzt. Wir schauen, dass die Fersen in einer Linie zueinander sind. Und greifen jetzt mit der rechten Hand ein gutes Stück nach vorn außen. Finden Mut, Vertrauen zu uns selbst. Kommen aus dieser Quelle mit dem linken Fuß ein Stück nach vorn. Erfahren, dass der rechte Fuß mehr Gewicht hat und drücken den rechten Fuß in die Erde, um das linke Bein zu erheben. Ziehen immer noch die Muskulatur des rechten Beines hoch zum Becken. Schieben die linke Ferse nach hinten gegen eine gefüllte Wand.
sammeln uns, zentrieren uns und drehen den linken Arm über die Seite hoch. Jedes Einatmen zieht alle Beinmuskeln zum Becken, schließt den Beckenboden, gibt uns Halt, definiert die Kraft. Und jedes Ausatmen lässt uns von dort strecken, lässt uns groß werden und eben nicht eng. Nach einem Atemzyklus. Und mit dem nächsten Ausatmen setzt sich die linke Hand zurück. Der Fuß kommt ganz langsam wieder zurück, das rechte Knie beugt sich dafür. Wir landen, finden die Sicherheit, ergründen sie im Abwärtsschauenden. Einatmend einen Liegestütz, ausatmend der Weg zur Erde. Einatmend in die Rückbeuge, ausatmend in den Abwärtsschauenden. Einatmend das linke Bein heben, ausatmend den Fuß nach vorn orientieren. Schauen den linken Fuß an und heben dessen Zehen. Werden uns dieser zentrierenden Kraft gewahr, die den linken Fuß aufrichtet in seinem Gewölbe, die Muskulatur Richtung Becken zieht. Bewahren uns diesen stabilen Moment und senken die linken Zehen zurück. Drehen das rechte Bein auswärts, sodass die Ferse sich nach innen setzt. Und greifen mit dem linken Arm ein Stück weit nach vorn außen. Finden den Willen, uns dieser Situation zu meistern. Kommen mit dem rechten Fuß ein Stück nach vorn. Ergründen mit dem linken Fuß die Verbundenheit und die Kraft zur Erde. Drücken den Fuß in diese Kraft nach unten. Heben das rechte Bein hoch. Sammeln uns, ziehen die Beinmuskeln zum Becken, definieren die Mitte des Körpers und erheben den rechten Arm über die Seite hoch. Jedes Einatmen zieht alle Muskeln zur Mitte des Körpers, die der Beine zum Becken, die der Arme in die Schulterstruktur. Und jedes Ausatmen lässt uns von dort, aus diesem zentrierten Gefühl, wieder wachsen. Über die Fingerspitzen und über die Füße. Einatmen ein Zentrieren, der Halt und die Sicherheit. Und von dort im Ausatmen nicht die Enge, sondern das Wachstum, das Strecken und die innere Größe. Noch einmal einatmen, zueinander ziehen die Muskeln und ausatmen lösen, die rechte Hand zurück, den hinteren Fuß langsam aufsetzen. Und der Weg zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und hier sein und tief durchatmen. Ziehen einatmend Arme und Beine zueinander. Ziehen die muskuläre Kraft zur Mittellinie des Körpers. Atmen aus und strecken uns noch einmal ganz lang in der Mittellinie unseres Körpers. Einatmend in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen einer Rückbeuge. Ausatmen der abwärtsschauende Hund. Einatmen in den Vierfüßler. Und ausatmen für einen Moment zum Kind. Hier ein Ankommen und Innehalten. Und damit die Möglichkeit, sich zu ergründen. In der Kraft, in der Stärke, in der Atmung. Es ist ein Gefühl des Sammelns und Einkehrens. Und wir finden den Weg in den Sitz nach oben und kommen mit den Füßen nach vorn. Für den langen Sitz greifen wir die Muskulatur des Gesäßes, ziehen sie nach außen, finden damit einen satten, einen guten Kontakt zur Erde.
Wir schieben die Fersen nach vorn. Aktivieren die Füße, ziehen die Zehen zum Schienbein. Integrieren die Kniekehlen Richtung Erde und richten den Oberkörper auf. Und so wie wir hier sind, so stellt sich der rechte Fuß auf. Wir greifen mit den Händen, umarmen den Fuß und heben das Bein. Erinnern uns, das linke Bein kraftvoll sein zu lassen, über die Ferse, die nach vorn schiebt und die Kniekehle, die sich nach unten integriert zur Erde. Und ziehen mit jedem Ausatmen das rechte Bein weiter über die rechte Seite nach hinten. Und einatmen, schieben den Fuß nach vorn hoch. Ausatmen, das rechte Knie unter der Achsel nach hinten ziehen. Einatmen, den Fuß nach vorn hochschieben. Und so atmet es uns weiter in dieser Bewegung. Wir fahren jetzt eine neue Runde. Und ziehen im Ausatmen das rechte Knie unter der Achsel nach hinten. Bleiben hier. Lassen nur die rechte Hand am Fuß. Und greifen mit der linken Hand nach vorn. Richtung Kniekehle, Schienbein, Fußgelenk oder zum Fuß selbst. Atmen ein und heben den rechten Fuß ein Stück an. Und atmen aus und verneigen uns über die linke Seite nach vorn. Es ist Akarna Dhanurasana. Es ist der Bogenschütze, der uns hier begegnet. In jedem Einatmen das rechte Bein etwas heben, nach hinten ziehen und ausatmen, über die linke Seite verbeugen. Wir lösen wieder auf, legen den rechten Fuß nach vorn. Zentrieren uns, stellen den linken Fuß auf, greifen mit den Händen und erheben den Fuß. Und ziehen mit jedem Ausatmen das linke Bein nach hinten und schieben es einatmend nach vorn hoch. Wir spüren die Bewegung im Bein, in seiner Rückseite. Wir spüren es auch im Hüftgelenk. Ziehen mit dem Ausatmen das linke Knie unter der Achsel nach hinten. Belassen die linke Hand am Fuß und greifen mit der rechten Hand nach vorn. Für diese zweite Seite atmen wir ein, heben den linken Fuß etwas an und atmen aus und verneigen uns über die rechte Seite nach vorn. Atme noch einmal tief und frei und führen es zurück. Strecken beide Beine aus, richten uns auf, finden wieder aus der Kraft in die Größe zurück, stellen den linken Fuß erneut auf, greifen mit der rechten Hand die Außenseite des Fußes, erheben den Fuß und ziehen das Knie unter der Achsel nach hinten. Wechseln mit der linken Hand an den Fuß, bringen die rechte Hand unter dem Oberschenkel zur rechten Seite, stellen die rechte Hand neben dem Becken auf und legen den rechten Oberschenkel oder auch die Kniekehle auf dem rechten Oberarm auf. Lösen die linke Hand, bringen sie an die linke Seite des Beckens. Und wir sammeln uns, wir ziehen alle Muskulaturen der Beine zum Becken. Ergründen die Stabilität des Beckenbodens, die Stabilität des Rumpfes und saugen den Bauchnabel leicht nach innen.
Alle Muskeln ziehen zum Becken und wir atmen aus und heben das Becken. Atmen hier und heben das linke Bein. Aus der Kraft trägt es uns nach oben. Wir ziehen alle Muskeln zum Becken und kommen zurück. Und wir wechseln in die zweite Seite, stellen den linken Fuß auf, greifen die Außenseite des Fußes, ziehen das Knie zurück. Die rechte Hand hält den Fuß, die linke Hand taucht unter der linken Kniekehle ein. Wir stellen die Hand neben dem Becken auf und ergründen eine Möglichkeit, in der das linke Bein sich auf dem linken Oberarm auflegt. Wenn das geschehen ist, dann setze ich die rechte Hand neben die Hüfte. Und bevor wir beginnen, braucht es Kraft und Halt. Wir ziehen die Muskulatur von den Füßen durch die Beine zum Becken. Ergründen die Basis, ergründen Halt im Beckenboden, Kraft in der Körpermitte, Vertrauen dieser Kraft. Und wir atmen aus und das Becken wird leicht und hebt sich. Wir atmen weiter, ziehen alle Kraft in das Becken und lösen damit das rechte Bein. Halten es, schweben und kommen zurück. Setzen uns ab, ergründen die Erde, legen das rechte und linke Bein zueinander und richten uns auf und verneigen uns vor uns selbst, vor all der Kraft, vor all der Struktur, die uns trägt, vor dem Willen, der uns leitet und der uns ermöglicht, anspruchsvolle Momente zu durchschreiten. Wir verbeugen uns ganz vor uns selbst. Wir finden hier einen Moment des beseelten Friedens. Eine ganz angenehmen Hingabe zu uns und unseren Möglichkeiten. Wir lassen es durch den Rücken atmen und richten uns dabei wieder auf. Stellen den rechten Fuß auf für einen Drehsitz. Umarmt dem linken Arm das rechte Knie. Bring den rechten Arm nach hinten als eine Stütze und drehen uns nach rechts. Und so wie wir uns gedreht haben, so atmet es aus und wir zentrieren uns ganz sanft zum Boden und zur eigenen Mitte und atmen ein und beginnen von dort uns nach oben aufzurichten. Ein ganz sanftes, seliges Ausatmen schenkt uns ein Gefühl einer inneren Zentriertheit. Lass uns in den Quell der eigenen Kraft eintauchen. Und von dort öffnet sich die Einatmung und erhebt uns nach oben. Wir atmen noch einmal ein, ergründen die eigene Größe und atmen aus und finden den Weg zurück nach vorn. Wechseln die Seite, stellen den linken Fuß auf. So kann der rechte Arm das linke Knie umarmen, die linke Hand nach hinten kommen und uns Halt bieten. Wir atmen aus und werden weich und drehen uns nach links und finden dort die Einatmung, die uns aufrichtet, die uns nach oben trägt. Ein Ausatmen, das uns auf sanfte Weise die Mitte unseres Körpers erfahren lässt. Und von dort das Einatmen, das uns aus dieser inneren Mitte heraus wachsen lässt, nach oben.
Wir atmen zum Auflösen noch einmal ein und werden uns der inneren Größe gewahr und atmen aus auf dem Weg zurück nach vorn. Schauen, dass hinter uns Raum ist und legen uns ganz bedacht und ganz in Ruhe zur Erde. Öffnen die Arme nach außen, stellen die Füße nah vor dem Becken auf und ergründen mit ihnen die Breite der Unterlage, auf der wir liegen. Wir führen also die Füße an die Ränder der Unterlage, versetzen das Becken ein kleines Stück nach rechts, ungefähr eine halbe Breite des Beckens, und lassen die Knie nach links sinken. Versetzen den Kopf ein Stück nach links, aus der Achse des Rückens heraus, und lassen den Kopf dann ganz beseelt nach rechts gleiten, so rollt er zurück in die Achse des Rückens. Nutzen jedes Ausatmen, um uns der Erde und ihrer Kraft und Stabilität anzuvertrauen, Halt zu finden und sein zu dürfen. Und wenn es weitergehen möchte, wenn es tiefer in diese Drehung gehen möchte, dann kann der linke Fuß sich auf das rechte Knie auflegen. Da braucht es keinen Anspruch, keinen Druck, keine Kraft. Es ist die Schwerkraft selbst, die uns begleitet. Und wir werden geatmet. Und entdecken dann einen bedachten Weg zurück zur Mitte. Versetzen den Kopf zurück in die Mitte, das Becken zurück in die Mitte der Matte. Geben einen kleinen Kraftimpuls mit den Füßen in die Erde, um daraus das Becken eine halbe Breite nach links zu versetzen, aus der Achse des Rückens heraus. Legen die Knie nach rechts. So rollt das Becken zurück in seine Achse. Versetzen den Kopf ein Stück nach rechts und drehen ihn nach links. Und ergründen alles, um möglichst wohlig und sanft ankommen zu dürfen. Ergründen im Ausatmen die Stabilität und den Halt der Erde. Und wenn es weitergehen darf, dann darf der rechte Fuß sich auf das linke Knie aufsetzen. Und dann geht es den Weg zurück. Wir kommen an in der Mitte der Yogamatte. Bring die Füße vor das Becken zurück. Führen die Arme zurück zur Erde. Rollen das Becken einen Moment ein, saugen den Bauchnabel nach innen, erheben das Becken, erheben den Rücken nach oben in die Schulterbrücke. Sind einen Moment hier und atmen uns, erfahren die Kraft der Rückseite, die Stärke, die uns nach oben erhebt. Erfahren die Weite der Vorderseite. Atmen einmal tief ein und erheben uns höher. Geben Kraft in die Erde und atmen aus und rollen uns zur Erde zurück. Und landen mit dem Becken, um dort die Knie heranzuführen und sie zu umarmen. Das ist eine sehr schöne physische Erfahrung, wenn wir schaukeln. Denn der Rücken in all seiner Länge wird dabei massiert auf der Erde. Das ist aber auch eine sehr schöne Erfahrung der Nähe zu uns selbst. Nach all den Wegen, die wir gegangen sind in dieser Praxis, darf es ein Umarmen sein, das uns einlädt, uns zu verwöhnen, uns dankbar uns selbst anzuvertrauen für die Möglichkeiten, die wir haben, die Kraft, die uns trägt, die Stärke, die uns leitet.
die in uns ruht. Das ist nichts Äußeres. Es ist etwas, das aus uns entsteht. Und aus diesem Quell entsteht Shavasana. Und so legen wir uns ganz bequem zur Erde. Erschaffen eine Wohlfühlposition. Und halten an. Entfernen die Erde mit ihrer tragenden Qualität, mit ihrer Stabilität und Sicherheit. Und ergründen auf ihr die Leichtigkeit des Seins. Erfahren ein Durchatmen. Und lassen all den Anspruch, all die Kraft, all die Stärke in die Erde fließen. Werden weich und finden Ruhe. Geben der Atmung wieder Raum. Erfahren die Gnade des Atmens. Erfahren das Einatmen, das uns frischen Sauerstoff, frische Lebensenergie schenkt, die wir ausatmend in uns verteilen, uns anreichern. Erfahren die ersten Bewegungen, die entstehen dürfen. Bewegungen, die uns aufwecken, die uns erfrischen und beleben. Und ergründen wir diesen Bewegungen einen Weg nach oben zum Sitzen. Und wenn sich ein Sitz gefunden hat, dann lädt er uns an, die Augen noch einmal zu schließen und die linke Hand in die rechte zu legen. Und dieser Praxis nachzuspüren, in der wir uns auf die eigene Kraft und Stärke besonnen haben. Und Yoga lädt uns ein, diese Erfahrung nicht in der äußeren Welt zu finden, sondern im Quell in uns selbst. Yoga lädt uns, die Stabilität und die Stärke in uns zu ergründen und aus diesem inneren Quell diese Qualitäten zurückzutragen in die äußere Welt. So finden wir Halt und Vertrauen und Mut und Stärke in uns. Um uns aus diesen Qualitäten der Welt wieder zu öffnen. Und so bringt die Hände vor dem Herz zueinander. Wir können die Hände spüren, die sich berühren und verbinden. Wir spüren die Verbundenheit zu uns selbst. Und wir atmen aus, um dann im Einatmen die Arme über die Seite in die Welt zu erheben und ausatmend die Hände zurückzubringen zur Stirn, zum Mund und zum Herz selbst, um dort noch einmal uns zu öffnen im Einatmen und ausatmend diese Umarmung, diesen Bogen zum Herz zu bringen. Und hier beseelt anzukommen
mit neuer, frischer Kraft den Weg weiterzugehen, der vor uns liegt. Also lasst uns dafür miteinander verbeugen und auch mit einem Danke verabschieden. Und mit dem Aufrichten die Augen wieder öffnen. Namaste.